Hallo und Servus, da bin ich auch heute wieder. Ihr kennt ja das wahrscheinlich alle, wenn man ein Problem hat, greift man zum Telefon und schon hat man ein Problem, denn man hängt in der Warteschleife. Gell? Ich glaube, ich hänge. Schon seit einer Viertelstunde warte ich geduldig, so viel Zeit muss sein. Das bin ich mir schuldig. Da kommt eine Stimme und die sagt zu mir, sie seien in der Warteschleife schon die Nummer 4. Ich freue mich, denn ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Da kommt ein leises Knacken, die Verbindung, die bricht ab. Ich schüttel noch den Hörer und klopfe auf die Tasten. Niente Schluss, finito, was für ein Scheißkasten. Ich versuch's noch einmal, denn ich habe ein Problem. Diesmal mit Getränk daneben und ich mach's mir bequem. Eine warme Decke und ein belegtes Brot, das muss wirklich reichen, sonst sehe ich auch mal rot. Dann wähle ich die Nummer vom Service kostenlos und warte geduldig und wieder geht es los. Sie sind in der Warteschleife, schon die Nummer 4. Da höre ich ein Knacken. Jetzt brauche ich erst ein Bier. So, nach 10 Versuchen, der Kasten ist bald leer, ich hing hier schon den halben Tag. Da meldet sich ein Herr, womit kann ich helfen, was ist Ihr Problem? Ich habe keine Ahnung, ich hänge hier ganz bequem. Führt euch Servus, bis zum nächsten Gedicht.